Als der Toyota Prius Hybrid 1997 auf den Markt kam, war das Gelächter groß. Bald wurde aber klar, das ist überhaupt kein Auto, sondern ein rollender Ablasszettel, mit dem sich sogar Hollywood-Stars von ihren Umweltsünden freikaufen wollten. Inzwischen ist der Pionier alltäglich und wirkt fast sogar ein bisschen spießig. Wir beschäftigen uns heute mit japanischen Automobilikonen. Bei Toyota gibt es eine Vielzahl von bemerkenswerten Modellen. Denken Sie an den Toyota Corolla, das weltweit meistverkaufte Auto. Oder den Land Cruiser, das legendäre Buschtaxi. Wir richten unsere Aufmerksamkeit aber auf etwas ganz anderes. Den Toyota Prius. Auf den ersten Blick mag er nicht besonders auffällig wirken, aber er markiert den Beginn der Elektromobilität. Und das bereits vor über einem Vierteljahrhundert. Genau genommen gab es E-Autos sogar schon vor mehr als 100 Jahren. Der legendäre Lohner Porsche zum Beispiel. Ein klassischer Hybridantrieb des Käfererfinders Ferdinand Porsche. Erst als immer mehr Öl gefunden und Benzin immer billiger wurde, ging es zu Ende mit der Elektromobilität. Bis 1997, als Toyota der erstaunten Weltöffentlichkeit dieses Auto präsentierte, den Prius 1. Der erste Prius der Neuzeit. Mit ihm kehrte der Strom ins Auto zurück und die Tür in ein neues Zeitalter der Mobilität war aufgestoßen. Zur Erinnerung: Hybridfahrzeuge kombinieren einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor. Der Elektromotor übernimmt bei geringer Leistung, der Verbrennungsmotor bei höherer Leistung und bei Vollgas arbeiten beide zusammen. Beim Bremsen oder Gas wegnehmen wird die Energie zurück in die Batterie geleitet und steht so wieder für den Antrieb zur Verfügung. Obwohl der Prius anfangs bei uns belächelt wurde, erwies sich der Hybridantrieb für Toyota als Erfolgsmodell. Bis 2020 wurden weltweit über 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft. Nun gibt es die fünfte Generation des Prius mit einem klaren Fokus auf Leistungssteigerung, Effizienz und einem neuen, ansprechenden Design. Also bei der fünften Generation war eins der Ziel Love at First Sight. Also es ging hauptsächlich um Design. Und das ist uns gut gelungen. Das sagen nicht nur wir, das sagt natürlich auch eine Fachjury wie der Red Dot. Da haben wir den Preis gewonnen für Best of the Best Car Design. Der Look des Prius 5 mag Geschmackssache sein, aber es handelt sich definitiv um eine kompakte Mittelklasse-Limousine. Mit einer Außenlänge von 4,60 Meter liegt er zwischen einem VW Golf und einem BMW 3er. Im Innenraum bietet er Platz für 4 Personen, notfalls auch für 5. Der Kofferraum ist mit nur 280 Litern Volumen aufgrund der größeren Batterie begrenzt. Die Batterie hat nun 13,6 Kilowattstunden Kapazität, fast 50% mehr als zuvor, was die rein elektrische Reichweite auf bis zu 86 Kilometer erhöht. Am besten lädt man sie an einer Wallbox. Gegen Aufpreis gibt es aber auch ein Solardach für zusätzliche Reichweite bei Sonnenschein. Auf der Straße zeigt der Prius 5 deutliche Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger. Mit 223 PS ist er der erste Prius, der wirklich Spaß macht und in 6,8 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigt. Die Fahrdynamik hat sich ebenfalls verbessert, mit agiler Kurvenperformance und präziser Lenkung. Der Federungs- und Geräuschkomfort bleiben Mittelmaß. Bei Geschwindigkeiten über 130 km/h wird das Auto laut. Die wahre Stärke des Hybriden liegt im Verbrauch. Der WLTP-Wert von 0,6 Litern auf 100 Kilometer ist unrealistisch. Aber eine 4 vor dem Komma ist möglich und macht den Prius wirtschaftlich attraktiv. Der Preis liegt bei 45.290 Euro, was angesichts der aktuellen Autopreise fair ist. Außerdem genießt man das Gefühl, eine Ikone zu fahren.